Reisen, so sollte man meinen, sind nicht nur Fahrten durch Landschaften, Städte, Länder, sondern immer auch Reisen durch Künftiges und Vergangenes. Reisen durch die Zeit. Man begegnet ihr, ohne sie zu suchen. Straßen führen uns, leiten uns, begleiten uns und leiten uns manchmal um. Solch ein Schild kann geradezu ein Wegweiser des Schicksals sein. Der gute Weg links, rechts der schlechte oder umgekehrt. Nimm dein Schicksal in die Hand. Kopf oder Zahl? Zahl. Also los. Wer da glaubt, dies sei nicht der rechte Ort zur Maniküre, der irrt. Frauen wissen, wann sie sich schön zu machen haben. Wissen oder ahnen, wenn der Zufall Schicksal spielt. Unter den steinernen Augen des Rolands von Wedel ist für unsere dänischen Freunde die Reise zunächst einmal beendet. Aber eine neue beginnt, die Reise in die Vergangenheit. Habe ich mich in der Epoche geirrt? Nein, ganz recht. Heute ist der 9. September 1962. 750 Jahre Wedel. Eine Stadt feiert Geburtstag. An solch einem Tag lässt sich die Stadt frühmorgens mit Musik wecken. Wann schlägt eigentlich die Geburtsstunde einer Stadt? Wird sie getauft? Beschließt man, eine Stadt zu gründen? Als Geburtsstunde einer Stadt bezeichnet man jenes Datum, an dem sie zum ersten Mal in einer Urkunde erwähnt wird. Und zu Ehren des alten Wedele, so hieß der Ort zu Anfang des ehrwürdigen Dreivierteljahrtausends seines Bestehens, Wedel zu Ehren schmücken sich heute Gäste und Bürger zu einem Fest, zum Geburtstagsfest. Den Anblick dieser Uniformen mag der alte Roland noch im Gedächtnis haben. Seit 500 Jahren steht er hier auf diesem Platz. Nanu, die Farben des Landes? Landsleute aus Dänemark etwa? Natürlich! Aus Weyen in Dänemark ist die Weyengarde zu Besuch da. Weyen ist nämlich die Patenstadt von Wedel. Über Jahrzehnte und Jahrhunderte hinweg war das Geschick der Stadt Wedel und seiner Bürger eng mit der Geschichte Dänemarks verbunden. Ehe der große Festmarsch beginnt, wird zur traditionellen Kartoffelsuppe geblasen. Bürgermeister Gau ist einer von den 1000 Essern, die heute aus einer Bundeswehrküche versorgt werden. Seit 1946 verwaltet er das oberste Amt der Stadt. In dieser Zeit hat sich das Gesicht der Stadt deutlich gewandelt. Lassen Sie uns in der Mittagspause ein wenig in Wedel umsehen. Was dem Fremden sofort auffällt, sind die neuen Bauten auf dem Elbhochufer. Diese Wohnsiedlung für rund 10.000 Menschen wurde notwendig, nachdem durch den Flüchtlingsstrom Wedel nach dem Krieg um das Doppelte seiner Bevölkerung zunahm. 1965
wird Wedel seinen 30.000. Bürger feiern können. Eine kolossal rasche Entwicklung von der dörflichen Gemeinde zur Mittelstadt. Das ist natürlich nur möglich, wenn man eine Industrie ansiedelt, die der Bevölkerung genügend Arbeitsplätze sichert. Neben alten, eingesessenen Firmen entstanden nach dem Krieg, dank der Unterstützung der Stadt und des Landes Schleswig-Holstein, eine Reihe moderner Betriebe, die zusammengenommen ca. 3.000 Menschen Arbeit bieten. Und wenn heute Herrn Stadtrat Vogt und den Vertretern der Gemeinde, voran Bürgermeister Gau, die Sympathie der Menschen entgegenschlägt, so ist dies die Quittung für eine Reihe intensiver, fruchtbarer Arbeitsjahre zum Wohl der Stadt. Anders, als das Recht noch mit dem Schwert gesprochen wurde. Damals lebten die Wedeler in völliger Abhängigkeit ihrer Landesherren und die wechselten im Auf und Ab der Geschichte sehr oft. Da gab es einen Hasso von Wedel mit seinen Getreuen. Da gab es die Schauenburger Grafen, die das Land praktisch in Besitz hatten. Und da gab es eine endlose Kette von kriegerischen Auseinandersetzungen, unter denen die Wedeler zu leiden hatten. Und Börjes von Münchhausen lässt seinen Ritter singen. Und sind wir heut geschlagen, wir schlagen morgen wieder wohl. Was sollen wir da verzagen? Was sollen Klagelieder wohl? Und in einem Feldlagerlied aus dem 30-jährigen Krieg heißt es vom Obristen, der Schwertgriff war sein heiliges Kreuz, sein Glaube die Reiterpistolen. Und sein Gebet hieß kurz und ernst, euch soll der Teufel holen. Stand wo ein Weib am Straßenrand, er griff zum Helmscharniere. Das eiserne Gitter knirschte herab und ein Fluch war hinterm Visiere. Er war im Heere des Kaisers Obrist und focht in 40 Gefechten. 7 Jahre saß er im Sattel tags und würfelte in den Nächten. So ging's zu. Aber auch diese schreckliche, durch die Spaltung des Christentums ausgelöste Kriegsfolge hatte endlich ein Ende. Es gab wieder das berühmte Wedeler Bier statt des berüchtigten Schwedentrunks. Doch Sturmfluten, Feuersnot, Plünderungen und Pest und das Zerrissensein zwischen den Landesherren, das blieben auch in der Folge jene Heimsuchungen, die Wedels Geschichte überschatteten. Schon ist der Umzug im heiteren Rokoko angelangt. Tja, aber auch in dieser Epoche, mit ihren kleidsamen, schicken Uniformen, litt man unter dem Marschtritt der Kriegsleute, die doch viel lieber Zivilisten geblieben wären. So gekleidet flanierten die Wedeler zur Zeit des Biedermeier über den Marktplatz und durch die Mühlenstraße. Angeführt vom Spielmannszug des TSV Wedel ist hier wieder die Weihengarde mit ihrem hoffnungsvollen Tambourmajor. Und als Erntekrone? Eine zeitgemäße Kutsche für die Erntekönigin. Viel ist geschehen, um den Flüchtlingen und Vertriebenen zu helfen. Eines kann die Stadt nicht, ihnen die alte Heimat zurückgeben.
In Flüchtlingsverbänden lebt die Erinnerung an Pommern, Schlesien, Ostpreußen, an all die verlorenen Provinzen fort. Aber Jugend betrachtet immer jene Landschaft als Heimat, in der sie aufwächst. So ist für die Jungen längst zur Heimat geworden, was für die Alten immer nur die zweite Heimat sein wird. Vom alten Danzig sehen wir hier sein berühmtes Krantor. Und so lässt Max Frisch den Chor der Feuerwehrleute sprechen. Wir sind bereit. Sorgsam gerollt sind die Schläuche, die roten. Alles laut Vorschrift. Blank ist und sorgsam geschmiert und aus Messing jeglicher Haspel. Jedermann weiß, was zu tun ist. Übrigens, aus Unvorsichtigkeit brannte am 16. Mai 1731 fast ganz Wedel ab. Nun marschieren die Gilden auf. Es lebe das ehrbare Handwerk. Also, wenn die Männer der Kraftfahrzeuginnung solche hochbetagten Autoveteranen in Gang kriegen, dann, tja, dann müssten sie das eigentlich auch mit dem kleinen Auto unserer Freunde schaffen. Und hier marschiert einer jener Vereine, bei dem seine Freunde jeden Sonntag auf Sieg hoffen. Ein Festmarsch macht Durst, auch wenn man gefahren wird. Und mal ist er zu Ende. Eine bunte Erinnerung für Groß und Klein. Klein und Groß. Wasser. Wasser für die müden Krieger. Genau das war es, was dem kleinen Auto fehlte, als es heute früh auf dem Markt stehen blieb. Immerhin, unsere dänischen Freunde nehmen dadurch ein Stück Wedeler Geschichte mit hinaus auf die Reise. Mit hinaus in ihr Leben. So wie jedes Schiff einen freundlichen Wedeler Gruß mit über die Weltmeere nimmt. Gute Reise! We hope to see you back again soon. Good journey.